Das ist doch ein wunderschönes Modell von einem Insekt. Das ist eine grüne Pfirsichblattlaus. Sie ist sehr klein, sie ist etwa 2 mm groß. Es gibt mehrere Varianten davon. Diese hier hat Flügel und ist aller Wahrscheinlichkeit ein Weibchen. Sie ist ein Schädling, das heißt, sie überträgt Virus auf Nutzpflanzen, hier bei uns vor allem auf Zuckerrüben, aber auch Gemüse oder andere Kulturpflanzen. Und hier, das wäre eigentlich ihr Feind, sie würde diese Blattlaus fressen, das ist ein nierenfleckiger Kugelmarienkäfer. Wir konnten ihn nur zu einem Tanz motivieren. Ja, er ist nur etwa 4 bis 5 mm lang. Das ist eine Larve von einer Weichwanze. Und einfach ein schönes Bild. Hier sehen wir auch, wie im Hintergrund. Also, starker Wind. Ja? Ja, unser Feind, unser großer Feind, der Wind. Aber wir haben ihn besiegt. Ja. Das sind das ist die Dolabrata. Ja, und zwar ist auf Deutsch die langhaarige Dolchwanze. Hinten das Männchen und vorne das Weibchen. So, er hat Hunger. Ja, sie lieben hochwachsende Gräser. Also den Saft, hä? Ja, dass sie saugen an Grasrispen oder an Ähren. Und das geht auch kopfüber. Was wir mehrfach beobachtet haben, das Männchen ist in der Nähe vom Weibchen. Hier sehen wir, es wird sogar gehalten. Wir wissen nicht, ob das Männchen das Weibchen bewacht, weil das Weibchen hier, das ist hochschwanger. Und vielleicht möchte das Männchen verhindern, dass irgendein Rivale noch zum Zuge kommt. He? Das ist anzunehmen, ja. Hier sieht man einen riesen Bauch, also. Es wird eine stattliche Anzahl Junge geben. So, und die Madame Dolabrata hat uns gezeigt, wie man eine Grasrispe aussaugt. Hier zeigt sie, man glättet zuerst den Schaft, also man zieht ihn stramm, sodass er keine Knitterfalten mehr hat. Und ganz feste ziehen. Jede Knitterfalte muss raus. Und dann wird der feine Rüssel in den Schaft hineingelegt. Und nun versucht sie mit dem Schaft eine kleine Lücke zu finden. Oben an der Grassamen. Versucht, den feinen Rüssel hinunter zu stechen, kann man nicht sagen, hinunter zu schieben, um an den Pflanzensaft zu gelangen. Dieser Versuch ist misslungen. Jetzt zeigt sie uns, wie sie den Schaft schön am Bauch anlegen kann. Sie muss noch überlegen. Ja. Gut darüber nachdenken. Okay, sie hatte eine Idee. Ein neuer Versuch, oder? Ja. So. Ja, es ist schwierig. Ich weiß nicht, ob sie Stereo sehen. Die Augen sind so weit voneinander. Was wir hier sehr gut sehen können,
der Schaft legt sich unter dem Kopf zusammen, ja, damit sie dann mit dem feinen Rüssel ganz nach unten kommt. Es hat funktioniert, ja? Ja. Und dann bis ganz nach unten. Dort ist es lecker. Jawohl. Ganz nach unten. Und immer ganz gerade nach unten schieben. Sonst verbiegt es den kleinen, feinen Rüssel oder auch den Schaft. Ganz nach unten. Nochmal. Ganz nach unten. Das ist schon filigran. Ja, ein schönes Bild, oder? Mhm. Ja. Oh, nicht verbiegen, das Zeugs. Sie hat nur eins von diesen Saugrüsseln und wenn der abknickt, ist es vorbei. Ja. Vielleicht wächst er nach. Oh, das glaube ich nicht. Das ist eine Halmwespe. Ich konnte sie nicht bestimmen. Weltweit gibt es etwa 80 Arten und in Mitteleuropa etwa 25 Arten. Und es ist Paarungszeit. Aber sie will nicht. Und sie kann also durchaus Nein sagen. Ja. Sie kann ihr Geschlechtsteil offenbar verschließen oder nicht herausfahren oder wie auch immer, aber sie sagt ganz deutlich damit Nein. Und es scheint ein sehr energischer junger Mann zu sein, der das Nein nicht akzeptieren kann. Sieht ganz so aus. Es sind Pflanzenwespen. Und einige davon sind Schädlinge. Aber nicht viele, ja? Nicht so viele, nein, und vor allem nicht alle. Also nicht alle von derselben Art? Von diesen Halmwespen. Und wenn sie Schaden anrichten, dann sind es sicher die Larven, nicht die erwachsenen Wespen. Also der ist sehr energisch. Ja. Der kann das überhaupt nicht verstehen. Es ist Paarungszeit und er hat das genetisch implementiert. Es muss eine Paarung geben. Und sie sagt Nein, danke. Sie hat vielleicht ihre Eier schon gelegt. Ja. Frust fressen, oder? Oder vielleicht vermutet er, wenn er das Futter wegnimmt, dass sie dann einwilligt. Hier sehen wir auch, wir sitzen manchmal 10 Minuten, 15 Minuten vor so einer Blume und filmen und warten, beobachten. Haben Freude an der Natur.
weiß gar nicht, wie groß sie sind, aber sie müssen sehr klein sein, weil diese Blume ist sehr klein. So, das war's. Bis später. Bis dann.